Hallo, hallo, hallo. Sorry für die Verspätung und so weiter und dass ich hier tonlos bin und ja, war ein Kacktag heute. Sehr stressig, sehr müde. Macht sich anscheinend sehr bemerkbar. Okay, oh. Ja, danke. Okay, bis hier. Und dann gehen wir hier weiter. Hehe. Das weg, das weg. Warte, können wir hier die Sachen hier mitnehmen? Zwei, drei. Also ab hier. So, dann können wir hier noch mal einen Bahnhof hinbauen. Also. Und Frachtplattform. Wir sollten doch Bauxit einführen. Also. Kohle können wir von der Seite beladen lassen. Quarz machen wir von der Seite. Okay, das hat nicht ganz geklappt. Ups. So. Nein. Nice. Obwohl. Oh. Das passt perfekt. Sauber. So, und hier ist noch was, dann würde ich hier runterfahren und hier rüber. Dann würden wir hier lang gehen. Ja. Das passt. Okay. Aber das hier finde ich nice. Also.
Quarz. So, was ist das hier? Das ist die unreine Bohrquelle. Okay, die greifen wir erstmal nicht an, aber die hier können wir angreifen. Ah, und dann führen wir das hier rüber. Ich glaube, das dürfte richtig nice aussehen. Oder wir führen das hier rüber. Ja, das hört sich gut an. Oh mein Gott, so. 1, 2, 3. Obwohl, das könnten wir eigentlich hier einmal löschen. Dann machen wir das hier noch alles hübsch. Obwohl, das können wir eigentlich auch so lassen. So. Das dürfte eigentlich ja ganz nice aussehen. Fundamente.
Okay, das. Noch bauen. Und hier müssen wir dann einfach mal gucken, wie wir das machen. Habe ich noch genügend Material für einen Zug? Oh. Ich habe keine Motoren mehr. So. Oh Gott, das 1, 2, 3.
Okay. Sauber. So, Transport. Okay. So, wir müssen uns Motoren holen. So. Wo können wir denn hier am entspanntesten? Gehen wir hier lang? Und dann hier irgendwo? So, da müssen wir rauf. Okay, weiter. Alter Schwede, was ist das hier? Ist das Geysir? Geysir normal, okay. Kurz oder da lang? So.
So, dann holen wir uns einen Motoren. Oh. So, dann holen wir uns jetzt noch, wie heißt es gleich noch? Beton auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal weiter. Dort wieder Blüten bauen. Oh, ich habe keine Festplatten mehr. Langfahren. Richtig nice aus. Das ist... So. Oh Gott. Oh. Oh, oh, oh. Dogo umgefahren.
So. Hehe. Wände. Und hier dasselbe auch nochmal. Nice. Halli, hallo, sorry, ich war voll abgelenkt. Und Swang to Swang. Hi. Grüß dich. What geht? Thank you.
So. Verdammt. Nice. Ich wollte gerade fragen, bist du online? Grüß dich erstmal. Ach du ich. Hallo? Are you there? I think der Scheiß funktioniert schon wieder nicht. Dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Dankeschön, Swing to Swing. Danke. Nice. Cool, ich freue mich. Ich glaube, wir haben uns jetzt doppelt, oder? Oh ja. Okay, cool. War jetzt ein Fehler auf deinem Ende? Warte, ich muss mal ganz kurz Jackie eine Adresse geben. Okay. Swing to Swing, was geht bei dir? Ich hoffe, dir geht's gut und wir genießen ein wenig Satisfactory mit Manie zusammen und ja, ich will jetzt Aluminium nicht fertigstellen, aber schon mal anfangen. Ich habe jetzt hier, werde den Zug da lang führen und ich möchte dann hier hinten die Base dafür bauen. Das heißt, wir kommen hier rausgefahren, hier runter und dann hier vielleicht irgendwie die Base aufbauen. So, jetzt bin ich da. Hi. Hi. Immer gern, ist echt entspannt bei dir zu schauen. Ja, ich bin gerade mal wieder in Sucht Factory unterwegs. Ja, ich auch. Es ist grauenhaft, oder? Es ist richtig grauenhaft. Aber ich lieb's total. Ja, wir können hier eine Selbsthilfegruppe aufmachen oder sowas. Oh ja, wo wir uns gegenseitig noch mehr dazu animieren. Was? Och, ich weiß auch nicht. Das ist richtig schlimm. Und wie war dein Tag so? Entspannt, stressig? So ein bisschen von beiden, schätze ich. Oh. Und deiner? Ja. Eher völlig übermüdet irgendwie. Oh. Ja. Oh oh. Darf ich abschließen? Nein. Okay.
Beeil dich. Ja, doch, da kannst du. Sicher? Ja. Okay. Milestone reached. Several parts more efficient and powerful than the human brain can now be made to compensate for many deficiencies otherwise encountered in future development efforts. The blender enables you to mix and or combine parts and fluids for more comp. Was wollten wir als nächstes machen? Ja, das war ich auch gerade am Überlegen. Das können wir gleich einmal gerne gucken. Luft- und Raumfahrttechnik vielleicht für die Drohnen? Ja, ich... Mussten wir das machen? Wegen der Dingsmaschine, oder? Was? Nee, das ist nur Luft- und Raumfahrttechnik. Das ist nur die Drohne und der Drohnenlandeplatz. Ah, okay. Und diese Funksteuereinheit? Die habe ich gekauft. Nee. Achso, die ist bei verbesserter Aluminium. Nein, gar nicht wahr. Das war eine Lüge. Die haben wir schon freigeschaltet. Ah. Gerade eben. Okay. Ja. Peanut, wir sind. Huch, Gott. In Phase 4 und haben uns ein paar Bauteile gekauft, damit wir die Meilensteine abschließen können. Wir haben keine Motoren mehr. Ja, ich weiß. Das ist schlecht. Wieso? Weil wir 300 brauchen. Ja, ich habe noch 100. Ich habe ja nicht. Aber wir produzieren wieder. Sauber. 5 Tickets kosten 50 Motoren. Ja, die würde ich vielleicht nicht dafür verwenden, weil die Motoren was sind, was man relativ easy selber herstellen kann. Oh, und ja. Ich meine, wir müssen sowieso noch 12 Minuten warten. Bis dahin sind zumindest schon mal ein paar Motoren wieder gefertigt. Wir müssen mal anfangen, richtig zu automatisieren. Peanut, macht ihr denselben Kram wie wir und einfach nur Provisorien und Handcrafting? So, und danach machen wir verbesserte Aluminiumtechnik. Yes. Aluminium. Aluminium. Okay. Kabel. 200 Punkte für Hufflepuff. 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 Tja. Also sind doch am Ende irgendwie alle gleich und dann am Ende, wenn sie alles freigeschaltet haben, wollen sie richtige Fabriken bauen. Ja. Das ist ja grausam. Mhm. Wow, wir haben schon 37. Wow. Ja, 27 hatten wir vorher, also haben wir jetzt in der Zeit 10 produziert. Ah, okay. Mhm. Und wenn ich habe 8 verschmolzene modulare Rahmen. Irgendwo für brauchten wir die doch. Ach, ja, für die zukunftsweisende Produktion. Ah. Da brauchen wir aber 50 für. Mhm. Wir müssen uns dann auch noch überlegen, wie wir den Treibstoff von da unten zu meinem Drohnenlandeplatz bei mir hinten hinbekommen. Ich muss erstmal einen Drohnenlandeplatz bauen. Treibstoff? Ja, die Drohnen fliegen nicht von Luft und Liebe. Nee, die fliegen auch nicht von Treibstoff.
Das stand, also im Internet stand Anyfuel. Bitte sag mir nicht, die brauchen Batterien. Auf der Internetseite von dem Calculator stand Anyfuel. Der hat Peanut hat gerade geschrieben, die fliegen mit Anyfuel. Also das ist relativ einfach. Wir bauen ein Drohnenport bei dir extra und ein Drohnenport unten bei der Ölproduktion. Und lassen einfach die Drohnen den Treibstoff zu den Drohnen bringen. Das macht Sinn. Und bei der Drohnenstation unten können die sich dann gleichzeitig noch eben volltanken. Ja, also die Drohnendrohne kann da voll... die Tankdrohne kann da voll tanken. Ja. Ja, ich bin ein bisschen hart übermüdet. Ach, gar kein Problem, du. Ich habe übrigens schon alle Aluminiumgehäuse und Platten und Funksteuereinheiten gekauft, die wir zum Freischalten der Dinge brauchen, die wir jetzt freischalten wollen. Okay. Das ist schon mal sehr nice. So. Muss ja gepackt sein. Ja, da wir haben oben bei der Ölproduktion haben wir gepackten Treibstoff. Ja. Das ist das Gute. Und Swag schrieb noch nicht übermüdet Auto fahren und ich bin gegen eine Wand gefahren. Ja, genau deswegen. Ich denke, dass er genau darauf hinaus wollte. Ist aber nur eine Vermutung, muss ich sagen. Was? Nichts Bestätigtes. Warte mal, habe ich das Let's Play von Bond noch auf anderthalbfacher Geschwindigkeit? Ja. Weiß ich nicht. So. So, da wir hier jetzt nicht mit einem Zug arbeiten, muss ich umplanen. Jetzt muss ich einen Drohnenlandeplatz bauen. Ja. Ich brauche nur eine Landeplattform, wo die hier ankommen, oder? Ich muss nicht für jede Drohne eine eigene Zielplattform bauen, oder?
Nee, außer es wird zu wenig. Alter, was ist denn bei dir los? Wieso? So viele Spinnen. Ist doch harmlos. Entschuldige. Ja, alles gut. Ekelhaft. So. Wow, ja, genau, leb noch weiter, du Kaffee. Er schlagt sie mit der Kaffeetasse. Ja. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, was mir hier gar nicht gefällt, ist, dass hier noch so viel Grünzeug rumsteht. Ja, ne? Ekelhaft, wirklich. Ich weiß gar nicht, warum ich das noch nicht weggemacht habe. Ganz furchtbar. Oh. So, ein Drohnenlandeplatz ist 3x3. Ups. Ach ja, ich habe noch was auf World Map gefunden, was wir uns unbedingt angucken müssen. Okay. Das ist bei deiner komischen Base, bei deiner Schwefelbasis. Mhm. Da müssen wir mal irgendwann hin. Okay. Können wir ja nachher machen. Jo. Gab es eigentlich für diese komischen Schrägen auch Verkleidung oder Wände oder sowas? Für die... Moment, für welche Schrägen meinst du? Für die hier. Warte. Oder muss man dann immer abwechselnd... Oh nö. Oh mein Gott, ist das dumm. Ja, genau, du hast es schon selber herausgefunden. Und dann muss man... Oh mein Gott, ist das dumm. Also wenn du Endstufe nervig finden willst, ne? Nee, halt dich fest, Peanut, das ist natürlich... da kann man dir das ein wenig vorwerfen. Die haben natürlich sehr mitgedacht. So, wenn ich jetzt Zoop-Modus mache, geht das nur in die eine Richtung und es geht nicht. Sagen, dümmer geht schon nicht mehr.
Update 2.0 geht das dann. Ah, ich hoffe nicht. Oha. Oh. Ja, die Motoren brauchen sowieso noch ein bisschen. Da muss ich jetzt nicht sofort hineilen. Zwischen. Okay. Hab gerade eine Minute lang probiert, mein Tablet auf den Sound-Button zu starten. Ist da noch jemand ein bisschen neben dem Wind? Ja, ich bin am überlegen, wie ich am coolsten die Förderbahnstrecke bauen kann, sodass die nicht ganz so kacke aussieht. Das ist auch mein Problem immer, es soll immer gleich perfekt werden, der immer Monk eben, ja. Ja, das vielleicht nicht ganz so, aber soll ja auch irgendwie cool aussehen.
Aber sonst könnte man ja wirklich einfach die Bänder hier durch die Gegend ziehen, ohne sich Gedanken zu machen. Und wo bist du gerade dran? Brunnenlandeplatz. Ah. Hm. Stream als Beschäftigung schaffen, kochen, schauen. Auf jeden. Kann ich definitiv nur empfehlen, denn ich kann nicht kochen und ja. Glaube ich. Und Peanut, was gibt es bei dir Feinstes zu verköstigen? Salat fertig und da gibt es noch Hähnchen geschnettetes Pilzen und Reis.
nice. Und Nabben-Zuschauer, hello, hello, hello. Hallo Zuschauer. Oh ja, der Parkplatz muss her. Hast du auch schon mal was gekocht? Ja. Schweinerei. Es war sehr köstlich. Also du willst mir sagen, der kann sogar kochen? Der kann verdammt gut kochen, ja. Oh Mann. Gelernter Koch oder einfach... Einfach so. Das beneide ich ja, ne? Da muss ich ja wirklich sagen, bin ich total unnütz. Ich auch. Ich kann mir noch nicht mal überlegen, was ich unter der Woche essen soll. Einverstanden. Was zur Hölle? Wo kommen die denn jetzt her? Weiß ich nicht. Drei, vier. Oh. Oh Gott. Fuck. B374 Helm. Ah. Oh. Das sieht hier echt nice aus. Oh. Bist du bereit? Für? Ja, den nächsten Meilenstein natürlich. Ja. Milestone reached. Drones provide automated low-capacity aerial transport between drone stations. Stations need to be supplied with any kind of fuel for the drones to function.
Fixit had several restrictions in place prohibiting creative use of drones. I have since removed those because I think no pioneer would ever misuse Fixit property right under their noses. Especially since everything is recorded. Nice. Richtig, richtig nice. So, also. So. So, das Ganze haben wir hier gefunden. Ich weiß nicht. Ich habe da jetzt mal ein Atomzeichen hingesetzt. Manni, kannst du das sehen? Auf der Karte? Sekunde. Darf ich bitte... Warum kann ich... Du müsstest dann auf meinen Charakter ja runterscrollen. Ja, nee, ich war gerade einfach nur zu blöd, mich auf der Karte zu bewegen. Ja, ich kann das sehen. Okay. Hier ist nämlich ein Helm. Wurde der dir auch freigeschaltet? Oh, das weiß ich nicht. Wurde mir gerade links an der Map angezeigt. Ich glaube nicht. Okay. Schade, aber... In dieser schnuckligen Höhle hier findet man den Helm. Nice, nice. So, jetzt muss ich da nur irgendwie wieder hochkommen. So eine Kacke. Möchtest du dabei sein, wenn ich den ersten Drohnenlandeplatz baue? Ja, ich. Also, vielleicht den ersten bei deiner Base. Bei der Kohleproduktion. Oh Gott, Kirchen. Ja, ich würde vielleicht erstmal den Landeplatz bei mir bauen. Ja. Okay.
So, jetzt wird's spannend. Das funktioniert. Nice. Oh, was so, ich reise schon mal zu mir an. Kochschule bei Mama und Oma, mit oder ohne Lieferservice? Ich frage für den Freund ohne. Oh. Okay. Ich eile. Oh, warte, da kann ich direkt mal eine straight up eine Festplatte fertig machen noch. Ach ja, haben wir euch von dem Trick erzählt? Wenn man nervige Rezepte hat, sollte man die nicht irgendeins auswählen, sondern die einfach drinnen lassen. Dann tauchen die nicht erneut in der Liste auf. Das heißt, man hat eine höhere Chance, bessere Rezepte zu bekommen. Ach, Scheiße. Okay. Okay, ich muss auf jeden Fall zwei Drohnenlandeplätze bauen. Einen für Fuel und einen für Kohle. Ja. Weil die haben zwar zwei Inputs, aber nur einen Output. Ja. Das hatte ich mir aber auch fast schon gedacht. Ja. Das Ding ist zum Glück auch gar nicht irgendwie riesig oder so. Nö. Und Peanut, ja, wir sind schon dabei, Festplatten zu sammeln, aber ich brauche ja erstmal schnell Rezepte, bevor ich weitermachen kann. Und wenn ich dann nur nervige bekomme, dann kann ich die auch später freischalten. Die Plattformen werden noch verschönert. Die sind jetzt erstmal nur da, um da zu sein. Okay. Oh, oh, oh. Wird zum Glück schon. Ja, sei froh. Das ist richtig gut. Naja, das sieht aber trotzdem nice aus. Yep. Ah, und ich denke mal, das hier ist der Input für Fuel. Da gehe ich, ja, guck mal auf das Symbol oben drüber. Ja. Genau, hier würde ich dann das Fuel anliefern.
Ich habe mir gedacht, Fuel macht jetzt als erstes Sinn, wenn wir das als erstes auch bauen. Weil, naja, auch mal halt, ne? Okay. Ja. Ich habe auch schon genug Materialien für eine zweite Plattform. Die würde ich dann bei deiner Ölstation da hinten hinmachen. Mhm. Können wir da mal eben hinreisen und dann sagst du mir, wo du das Ding gerne hinhaben wollen würdest. Ja. Ach, als nächstes die verbesserte Aluminiumproduktion und danach müssen wir auf jeden Fall die MK5-Dinger freischalten. Ja. Oh, die kann ich eben noch direkt abschließen. So, warte, was war das? Was sollten wir jetzt freischalten? Milestone reached. The resource well pressurizer and extractor can harvest nitrogen, crude oil, and water from underground wells. Nitrogen, being a gas, does not need pumps for pipeline transportation. Fixit does not process most of your metrics, but I do. According to Fixit predictions, you are exploiting this planet with unexpected efficiency. They did always struggle to see the true potential of things. Nothing about you is unexpected to me, and therefore you are performing exactly as expected. Na super. Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Hört sich irgendwie schlecht an. Hm. Oder? Sehe ich das falsch? Ich weiß nicht. Das war das Netteste, was sie jemals zu uns gesagt hat. Wie groß ist denn die Plattform? 3x3. Ah. Hast du schwere modulare Rahmen dabei? Ja. 15 Stück? Ja. Oh Gott sei Dank. Vor mir. So? Kannst du noch ein Stücken... hierher. Ein kleines bisschen nur. Und dann kannst du es eigentlich komplett hinten an die Wand dran setzen. Ich sehe nicht, wo die Wand ist. Weiter, 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 weiter. Und stopp. Zurück. Noch ein. Und ein wenig in die andere, also hier, nee, wieder zurück und jetzt noch ein bisschen nach links. Noch ein Stück. Ja, das passt. So, hier kann ich dann die erste Drohne hinbauen. Mhm. So, interagieren. Alle Landeplätze. Ne, Moment. Zielort ist
Ich würde die erstmal benennen. Ich nenne das hier Ölfabrik, okay? Ja. So, dann soll das noch da fliegen. Genau, und von da aus wieder hier hin. Genau, hier wird nichts angeliefert. So, hier kommt man hoch. In Treibstoff geht nichts rein. Doch. Ach so, ja, der tankt die Drohne direkt voll, glaube ich. Da fand ich die Konfigurationsmöglichkeiten von den Flugtransportern von Foundry ganz geil. Na, ich weiß nicht. Da konntest du zumindest mehr einstellen. Ah, okay. Also ab wie viel Füllung der losfliegen soll zum Beispiel. Ja. Weil der fliegt jetzt los, obwohl noch gar nicht alles voll ist. Der fliegt halt los, sobald der genug Treibstoff für Hin- und Rückflug hat. So. Ich glaube nicht, dass wenn ich jetzt losfliege, der Drohne noch hinterherkomme. Deswegen versuche ich es gar nicht erst. Nö, oha. Das kann ein bisschen nervig sein. Die ist ja übel schnell. Ja, ja. Oh, ja. Die Produktion ist ein bisschen langsam. Aber das ist nicht schlimm. Der Treibstoff ist ja auch wirklich nur dafür da, die Drohnen eben zu betanken. Ja. Und dann später machen wir es eh wahrscheinlich über Batterien, weil wir das Öl eher gebrauchen können für andere Sachen als ja. Das. Absolut. Oh, die ist jetzt schon bei deiner Base gelandet. Voll gut. Ja.
Aber dann kann ich gleich mal gucken, wie der Helm aussieht. Mhm. Oh, der sieht ein bisschen rustikal aus. Kommt man irgendwie noch in Third Person? Kann man in Third Person gehen? Ich glaube nicht. Ich weiß es aber nicht. Drohne wird wahrscheinlich von drüben nicht wieder losfliegen, weil nicht abgeladen wird. Ja, warte dann. Reiß ich mal eben zu deinem Platz. Ja, ich gehe da jetzt auch hin, weil ich dann ja noch quasi die Verkabelung herstellen muss für den Transport von den... Ja. Ist ja gut. von den... Vom Treibstoff zur nächsten Grundstation. Meine Güte. Reden kann ich. Ja, die chillt da jetzt gerade einfach nur. Naja. Ach, weil die auch keinen Strom hat, okay. Braucht einen Strom? Ja. Ja, und jetzt landet die auch. Kann von da aus quasi einfach direkt wieder losfliegen. Muss man der das sagen, dass sie nichts geladen haben muss? Kann man der das irgendwie sagen? Nee, ich glaube, die fliegt einfach automatisch los. Okay. Aber die hat ja auch nichts entladen. Aber irgendwo muss es doch hin sein. Weil die hat ja was mitgenommen. Oh. Hm.
Okay, die Drohne ist auf jeden Fall wieder weg. Ja, vielleicht muss sie erstmal ein bisschen einsammeln. So. Dann. So, und da ich weiß, wie ich die hinplatziere, kann ich ja gucken. Eins, zwei, drei, vier. Du bist auf der falschen Plattform. Nee, ich wollte hier gucken. Eins, zwei, drei, vier. Muss ich jetzt noch einen weiter weg oder nicht? Wie will sie? Ja. Doch, ich muss noch einen weiter weg. Kannst sie auch einfach platzieren, weil ich sag dir, wenn die hier mit der Ecke hier bündig ist. Ja, so. Weil ich würde das gerne unten herführen, damit man das nicht so sieht. Ja, ja. Kannst du... Ja, ich kann keine so eine Plattform bauen. Nee. Aber beim Treibstoff musst du nichts reinbringen. Stimmt, ich muss ihn rausholen. Ist hier. Da war was. Ach, sie. Sie kommt wieder. So. Jetzt muss ich nur gucken, wie weit ich hier runter muss, damit ich auch hinkomme. Ich geh mal. Scheiße, jetzt habe ich nicht mitgezählt. Ich glaube, zwei bin ich runtergegangen. So, lieferst du was? So, also wenn er was liefert, dann sollte es jetzt ankommen. Jetzt. Ja. Ja. Wunderbar. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ich denke, ein Lager wäre überflüssig für den Treibstoff. Aber, warte mal, was fehlt mir denn für noch einen Drohnenlandeplatz? Transport. 10 schwere modulare Rahmen und 20 Highspeed-Anschlüsse. Ja. Modulare Rahmen sind ja im Dingsens drin. Ja, und die Highspeed-Anschlüsse stelle ich eben her, das ist ja nicht so viel. Ja. So, was hat denn unsere Festplatte gebracht? Oh. Metall zu Eisenrohren. Warte mal, ist das normales Eisen? Ja, ja. Obwohl, ja, ist halt die Frage, weil das ist halt schon viel Eisen, ne? 20 Barren. Ich glaube, 30 pro Minute produzieren wir. Mit einem... Nicht mit einer nicht übertakteten Schmelze. 20 oder 15 pro Minute. Moment, ja. Nee, 30 oder. Warte mal, ich schaue eben nach. Wir produzieren 30 pro Minute. Mit einem. Aber für Stahl brauchen wir 3 Eisen. Ja, dann lassen wir das erstmal da drin.
Jetzt. Ach ja, ich wollte ja was mit dir machen, sorry. So. Ich mache dann auch direkt noch zwei Landeplätze, weil ich brauche ja auch noch einen für die Kohle. Ja. Beziehungsweise ich brauche da mehr als einen, aber einen für den Anfang, sagen wir mal so. Ich habe vor, wenn das möglich ist, hinterher 6 da zu haben. 6 Drohnen. Okay. Weil ich kann pro Landeplatz, pro Abholstation quasi nur eine Drohne haben. Hä? Also, ich brauche bei der Kohleproduktion brauche ich 6 Drohnenlandeplätze, weil ich pro Landeplatz nur eine Drohne haben kann. Nee, sobald die wegfliegt, kannst du eine weitere setzen. Sicher, im Internet stand, dass man nur eine haben kann. Ja, obwohl die warten dann ja einfach in der Luft, bis die andere weg ist, oder? Ja, bin ich nämlich auch der Meinung. Aber das weiß ich nicht genau. Purchase confirmed. Promotion delayed by X times part value plus. Ich meine, kann man ja ganz einfach ausprobieren. Ja, ja, deswegen. Also, wenn wir irgendwann mal genug Zeug dafür haben. Ja, also deswegen sehe ich das nicht so schlimm an. Ja. Und wenn nicht, dann muss ich halt pro Drohne einen eigenen Landeplatz bauen, dann ist das halt so. Ja. Oder ich glaube, du kannst, der Empfänger kann mehrere haben. Ja, das meine ich nämlich. Der Empfänger kann mehrere haben, aber da, wo von weg transportiert werden soll, da müssen einzelne hin. Deswegen bei der Kohlefabrik bräuchte ich dann quasi 6 Plattformen und hier reicht die eine. Ja. Außer die brauchen zum Entladen zu lange und warten dann auch dauernd im Himmel. Ja, das wäre ungünstig. Aber ich glaube, das kommt halt auch drauf an, wie wie schnell die Förderbänder sind. Also wenn wir MK5 anschließen, dann sollte das eigentlich auch passen. Ja, da ist auch die Frage, wenn du, wie heißt das gleich noch, ein Drohnenplatz hast, die Drohne fliegt los, das Inventar ist leer und die MK5-Förderbänder schaffen es nicht mal, den kompletten Drohnenplatz aufzufüllen, bis die Drohne wieder abholt, dann brauchst du halt nur eine oder zwei. Ja. Also ich würde das dann nach und nach skalieren. Ja. So, wenn ich jetzt sage, Moment, habe ich noch. Aber wir müssen die Drohnenplätze richtig benennen. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde zum Beispiel die zwei, die du da jetzt hast, mit Turbo Fuel benennen. Und bei einer noch irgendwie ein T-Unterstrich davor oder dahinter setzen, irgendwie sowas. Einfach nur, dass man weiß, okay, da wird. Ja, das eine nicht Turbo Fuel Coal und das andere einfach Turbo Fuel Fuel. Ja, oder so. While they are correct, I believe they are setting unreasonable expectations. Having all of humanity very definitely relying on your work is a lot of pressure.
It's a good thing I'm here. So, ich habe auch auf jeden Fall noch genug Platz, um noch eine Drohne zu platzieren. Heißt, ich werde jetzt zu meiner Kohlefabrik. Ach nee, Moment. Ich muss hier erstmal noch die Anbindung an die Fabrik fertig machen. Vielleicht macht es da auch Sinn, wenn ich ein Zwischenlager mache. Mhm. Ah, shoot, das ist auf einer höheren Ebene. Warte, wenn ich den Teil wegnehme und den Teil wegnehme, dann Organisation. Oh, ich habe keine Stahlträger mehr dabei, Kruzifix. Ich jetzt wieder weg. Ja? So. Vielleicht können wir als nächstes die Stahlträger noch hochladen. Die sind doch schon am Hochladen. Nee. Nicht? Die Stahlträger, nicht die Betonstahlträger. Ah, ja. Weil die braucht man relativ viel für die Deko. Ich meine, da reicht ja dann auch, wenn es 200 oder so sind. Ja, wir sollten eigentlich genügend mehr Kasphären dafür haben. Ja, ich glaube, wir haben so 21 oder so. Ja. So, irgendwas hatte ich hier auf der Karte gesehen. Okay, irgendwie hatte ich jetzt nicht so viel Schwung. Ich bin gerade ultra langsam in der Hypertube. Das ist schlecht. Bisschen langsam, auch nicht mehr rückwärts geflogen. Oh. Ah. So, Moment, wo war jetzt hier die Startrampe? Wo war unsere Startrampe nochmal? Blöd, ich finde sie nicht. Für was denn? Für das Katapult. Oben. Ach, da.
Eigentlich wollte ich hier nicht sterben. Das wäre wahrscheinlich praktisch, wenn es nicht tätest. Naja, man kommt noch relativ easy hierher, wo ich gerade bin. Mit ein bisschen Treibstoff und dann hat sich das. So. Lol. Jetzt bin ich tot. Ach shoot. Warum machst du sowas, hm? Ich habe eine Waffe so eine Kanone Nobolist geworfen und das Viech hat genau in dem Moment geschossen. Das heißt, es ist genau vor meiner Fresse explodiert. Ach toll. Mhm. Das einzige Problem, was ich jetzt nur habe, ist, ich muss Treibstoff besorgen. Verdammt. So. Transport, Drohne, bitteschön. Dann sollte die Drohne gleich fein sein und hoffentlich Sachen liefern. Ja, die Kohle fliegt schon los. Die Drohne fliegt schon los. Achso, Moment, ich sollte vielleicht auch noch den zweiten Container anschließen, was? Mhm. Stick. Fusionator.
Achso, Moment, ich könnte ja auch direkt zu meiner Kohlefabrik Fabrik hinfliegen, ne? Statt erst zurück zur Hauptbase zu fliegen. Ja. So, weil hier muss ich jetzt noch den Zwischenpuffer bauen. Ah, du kannst auch schon dein Dingsens anschließen, ne? Was? Mein was? Dein Ölvorkommen. Ja. Stimmt. Dann kann die Produktion dann gleich schon richtig losgehen, Junge, das geht jetzt fix. So, jetzt mach ich aber noch die MK4-Feuerbänder hin. Gerade sein. Wow. Also wenn das so weitergeht, gucke ich irgendwann noch nach einem Command für Viecher aus. Ja. Nee, das ist wirklich hart, nervig, frustrierend. Glaube ich. So, dann hätte ich hier gerne einen Splitter. So. So, ich warte jetzt hier, bis die Drohne das nächste Mal ankommt. Und in der Zeit kann ich schon mal schauen, was ich für den Quellextraktor brauche. Ja. Ich glaube auch, dass ich vielleicht Flüssigkeitslager, ich weiß gerade nicht, wie die heißen, hinten bei dem Turbofuel dran schmeiße. Ja, macht Sinn. Und ich muss noch unbedingt Schreddermaschinen hinten bei dem Polymerharz? Ja, genau, für das Polymerharz bauen, weil ansonsten stopft mir das ultraschnell alles voll. Ja. Ich meine, am Anfang noch nicht relevant, weil die Stromproduktion noch nicht darüber läuft, aber... Naja, dich hält ja nichts davon ab, einfach schon mal ein paar Brennstoffgeneratoren anzuschließen.
bis du das ordentlich machst, würde ich mal sagen. Ja. Ja, 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 ja. Sehe ich die Drohne eigentlich auf der Map? Ja. Ja. Nee, Moment, das ist nur der Landeplatz. Nee, die siehst du da auch rumfliegen. Warum fliegt die so einen komischen Weg? Weiß ich meine, es ist nett, die hat einen Teil unserer Karte mit erforscht, aber irgendwie finde ich den Weg sehr komisch, weil ich würde erwarten, dass sie einfach straight zu uns rüberfliegt. Ach so, die fliegt quasi gerade nach oben und dann nach links. Wow. Aber die fliegt ziemlich schnell. Ja. Ich habe hinten auch zum Befüllen des Drohnenlandeplatzes direkt MK5 angeschlossen. Ich habe das Gefühl, dass wir das brauchen werden. Mhm. So, Rache ist Blutwurst. Nom. Oh wow, Turbomotoren. So, dann laufe ich mal zu deiner Dingenskirchen. Hm. Oh. 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 Hm? Ich habe hier überall noch gar nicht ausgewählt, dass die Turbotreibstoff herstellen soll. Oh. Hast du denn schon diesen Ölkompressor gebaut? Nee, noch nicht. Dafür fehlt mir noch Zeug. Sind doch total einfach, also. Was? Das zu machen war doch total einfach. Ich brauche für den Quellenkompressor brauche ich 10 Steuereinheiten oder Funkmodule oder wie auch immer. Mhm. 25 schwere modulare Rahmen, 50 Motoren, 50 Aluplatten und 100 Gummi. Ich habe halt nicht mehr genug Funksteuereinheiten. Ah. So, und der importiert die verdichtete Kohle gerade nicht. Das ist schlecht. Warum hast du es denn noch kaputt gemacht?
Ich hab's nicht kaputt gemacht. Hätte ich ja jetzt auch gesagt, ne? Ja, ich glaube, dass ich befürchte, dass ich die Förderbänder nochmal neu dran setzen muss oder die Elevator. Dass es da dran liegt. Es könnte auch dran liegen, die akzeptieren nichts, wenn du keinen Strom angeschlossen hast. Ist kein Strom angeschlossen. Oh, okay, oh. Dann wird es daran liegen. Stimmt. Das ist alles noch nicht an den Strom angeschlossen. Nee. Ich glaube, provisorisch würde ich das dann anschließen. Obwohl, ja, noch brauche ich es nicht. Ich brauche erstmal den Quelle-Extraktor, bevor ich hier irgendwas anschließen muss. Ja. So, und ich habe ja noch zwei Lager dahinter, die auch erstmal, also zwei Doppellager, die erstmal vorlaufen können. Das passt dann schon. So, jetzt werde ich nur definitiv mal eben einen Wartungsschacht bauen, weil das ist ultra nervig, dass ich quasi nicht runterkomme. In deine eigene Base? Oh Mann. Beziehungsweise da, wo die Rohre und so halt langlaufen, da komme ich halt aktuell nicht hin. Und das würde ich jetzt gerne ändern. Macht doch Sinn. So. Easy fix. Genau, dann komme ich nämlich hinten zu den Lagern hin. Förderbänder sind alle voll mit der verdichteten Kohle. Und die Lager noch nicht. Aber es sind doch alle Förderbänder voll, oder? Ich blöd. Nee, das Förderband in der Mitte ist noch nicht ganz voll. Bis hier ist voll. Ja, okay, gut. Mit der nächsten Runenlieferung wird das Förderband dann auch voll sein. Jetzt weiß ich aber gar nicht, ob die Drohne hinten bei deinem Kokslager da eher die Tankfüllung braucht. Das ist egal. Sobald in irgendeiner Landeplattform Treibstoff drin ist, belädt er sich. Ah, okay. Genau. Und ich habe jetzt hinten einmal zum Starten der Drohne welche reingepackt. Und jetzt belädt er sich quasi jedes Mal, wenn die wo landet. Ah, okay, cool. Genau. Ach, die ist gerade wieder auf dem Weg zurück. Ja. Ja, du brauchst eindeutig mehr Drohnen. Ja. Das Ding ist... Aber das sieht man erst bei aktivem Verbrauch. Ja. Also wenn du den Quellendingenskirchen bauen willst, ne? Gibt es noch eine einfache Möglichkeit, an sehr schnell sehr viele Tickets zu kommen wahrscheinlich. Du könntest diese DNA-Kapseln verpulvern. Ich dachte, ich darf die nicht verpulvern. Naja, wenn du jetzt schnell da rankommen willst, dann ja. Ja, ich, so schnell muss ich jetzt nicht da dran kommen. Ich kann das kann ich auch morgen im Stream bauen. Ja. Ich wollte eigentlich sowieso nur bis 8 machen, aber das hat gerade erledigt. Ist ein bisschen drüber geworden, ne? Ach Quatsch. Ah,
Ja. Ich überlege gerade, wie ich es bauen möchte. Achso. So, und hier möchte ich gerne... Hier möchte ich noch halbe Fundamente dran. Dann... Das gerade in die falsche Richtung. Oh ja, verdammt. Was war das? Hm? Oh, du hast das Spiel verlassen? Ja, ich muss mal kurz rejoinen. Achso. Total die Anzeigefehler, oder was? Ja, ja. Eine Plattform hat sich nicht mehr eingefärbt. Also vielleicht hat sie sich eingefärbt und es wurde mir nicht richtig angezeigt. Hm. Genau, deswegen...
Server, der braucht gerade ultra lange, bis ich auf dem Server bin. Oh, hey. Okay, das ist schlecht. Ups. Hä? Hm? Ach so, die Drohne war noch nicht gelandet, deswegen. Ach so. Ich dachte gerade, die liefert nichts mehr an. Dann wäre ich da aber sowas von meinem nackten Arsch ins Gesicht gesprungen. Wunderbar. Ein Traum. Ja, sauber. Noch schlimmer wäre es, wenn ich wissen würde, was ich tun wollte. Auf mich auszumachen. Ich weiß nicht, ob ich dir damit dann weiterhelfen kann. Ich weiß wieder, was ich machen wollte. Du brauchst mir gar nicht helfen. Ich kann okay. Das schon ganz alleine. Okay. Ich bin schon zum 4. Glückwunsch. Mhm. Wir alle froh sein, dass du eine Betreuungsperson zu Hause hast. Ja. so, dann brauche ich jetzt einmal Kunststoff. Platten, Plastik, Kunststoff, genau. Okay.
So, hier wird doch irgendwo Kunststoff angeliefert, oder nicht? Ach, da oben geht das in die Fabrik rein, ne? Nee, ja, aber unten beim Bahnhof sollte eigentlich genügend sein. In dem Container vom Bahnhof, ne? Ja, genau. Das Kacke. Was machst du denn? Ich mache, wie heißt das gleich noch? Warte, fällt mir gleich ein. Ich habe gerade geplant, wie ich die Fabrik hier hinsetze. Ja. Und ja. Nur ich wollte die Eisenvorkommen und so weiter, was hier unten alles ist. Ja. Nicht so zu blockieren, dass man damit dann nichts mehr machen kann. Mhm. Deswegen habe ich gerade eine Höhe festgelegt. Mhm. Dafür muss der Zug erstmal hier ankommen. Das ist eigentlich recht gut und einfach, den Zug auf die richtige Position zu bringen. Hm.
Also ich kann dir eins sagen, mit einem Zug zu planen oder zu bauen, das ist echt... Also wenn du es ordentlich machen willst, ne? Mhm. Ist das echt nervig. Glaube ich dir. Aber wenn alles gut läuft. Ich weiß leider nicht, wie man Batterien herstellt. Oh, das wird lustig. Dafür brauchen wir irgendeine Lösung. ach ja, wow. Sekunde. Dafür brauchen wir. Aluoxidlösung. Ja, die stelle ich ja hier jetzt her. Ja, okay. Dann passt das. Zwei. Okay, super. Ja, das könnte gerade so passen. So, ich habe jetzt pro Turbotreibstoffleitung, die aus der Fabrik rausgeht, einen industriellen Speicher dahin gebaut. Mhm. Ich glaube, das sollte an Lagerplatz an Größe reichen mit 2400 Kubikmeter pro. Denke ich auch. Ich meine, das ist ja auch nur so ein Zwischenspeichergedöns, ne? Das ist ja jetzt nichts. Naja, du könntest es auch richtig bauen. Und als Notfallbatterie anschließen oder so. Wie meinst du? Naja, wenn die Produktion ausfällt, dass du dann einfach umschalten kannst und dann geht's auf die Tanks drauf. Oder andere Idee wäre natürlich, wenn wir auf Atomstrom umsteigen und das Atomkraftwerk failt. Ja. Ich habe mich gerade dazu entschieden, nochmal alles neu zu machen, weil... Also nicht alles, aber... Weil? Weil mir das nicht gefallen hat, wie das... ich hatte die Tanks zu weit auseinandergestellt für meinen Geschmack. Achso. Das mache ich jetzt nochmal. Okay, verdammt.
Oh, Mem. So. Wow, man kann nicht scrollen. Ist das dumm. Also man darf anscheinend nur eine bestimmte Menge an Rezepten drin haben, weil sonst hat man keinen Scrollbalken mehr und kann dann noch nicht mal mehr auf Neuscan drücken. Oh, shoot. Ja. Oh. Hm? Ich habe ein Alternativ für Turboschwertreibstoff. Dafür brauchen wir Schwerölrückstände, ne? Hm. Hm. Nee, ich glaube, ich bleib bei dem Rezept hier. Ja, ich habe noch einen.
Also wenn das so weitergeht, bin ich sogar gleich schon fast da. Das einzige Problem, was besteht, ist, wie soll man den ganzen Kack noch hübsch bauen? Mhm. Vor allem das Hauptproblem, das stelle ich jetzt seit Montag fest, du hast zu wenig Zeit dafür. Ach, was meinst du? Ich sag jetzt mal, das wirst du ja wahrscheinlich auch total haben aktuell, dass du eigentlich gerne ein Projekt abschließen würdest. Mhm. Oder du hast gerade coole Ideen. Aber du müsstest eigentlich ins Bett gehen. Mhm. Du stehst gerade vor demselben Problem, ne? Mhm. Wieso bist du nicht gerade? Was machst du eigentlich gerade? Ich baue immer noch das, das Lager für den Treibstoff. Ah, okay. Da kann man ja definitiv sagen, Kacke, ist das nervig. Thank you.
Mem-Forschung. Ups. So. Was haben wir denn Neues? Verdünnter Treibstoff. What the fuck? Oh. Alternative Funksteuerungssysteme. Was brauchen wir denn aktuell dafür? Warte, ich schau eben nach. Ja. Ich vermute ganz hart, dass das alternative Rezept echt ein gutes ist. Aktuell brauchen wir 2 Computer. Einen von diesen... warte. Was heißen die? Quarz-Oszillatoren. Und ja. 32 Aluminium-Casings. Ah, okay. Hier brauchen wir 60 Aluminium-Casing und noch 30 Gummi. Die Frage ist, wie teuer die Computer sind. Ja, die könnten auch ein bisschen günstiger werden. Ich würde das jetzt aber nehmen. Ja. Die Quarzdinger sind scheiße zu bauen. Ja, aber wieso? Die kann ich doch auch automatisieren, oder nicht? So nur Quarz und irgendwas anderes noch dazu? Ja, Quarz, Kabel und verstärkte Eisenplatten. Ja, das ist ja nicht so schwer. Nö. Also das sehe ich genauso. Nice, und damit sind wir in der Base angekommen. Ah, die Anzahl macht es. Damit das gut läuft, brauchst du wahrscheinlich viel, viel mehr Quarzteile. Hm. Habe ich ja mal richtig keine Lust zu. Es wird auch diese Woche definitiv wieder darauf hinauslaufen, dass der Minecraft-Stream am Samstag ausfällt und dafür Satisfactory gesuchtet wird. Bitte was?
Ja. Ja, das Spiel ist aber auch schlimm. Absolut. Einer pro Minute. Oh Gott. Kriege ich denn jetzt Strom? Ach, da, okay.
Was zur Hölle war das? Der hat gerade einfach das Gleis gewechselt. So. Ja, das hat geklappt. Ich bin jetzt auch gleich zumindest mit dem ersten Design von dem Treibstofflager fertig. Nice. Jo. So. Es sieht aus wie ein riesiger Betonklotz. Ja, doch. Das ist ja doch klar. Ja. Ah, für den Anfang okay. Oh, Kacke, schon wieder verkehrt rumgebaut. Ach, schon. Was kannst du eigentlich? Aber bei Zügen ist das ganz gut. Du brauchst nur die Lok abbauen. Ah, ja, okay. So. Wunderschön. Wunderschön, ein Traum. Kann ich den Zug eigentlich umbenennen? Zugmenü öffnen. Hallo. Zug 1. Fahrplan bearbeiten. Goes und Alu. Änderung speichern. Nice. Oha, meine beiden Lager sind gleich voll. Ich glaube, ich werde mal eben einen Netzschalter bauen und die Turbofuel-Fabrik schon mal verbinden, damit sich die ganzen die ganzen Raffinerien füllen können mit der verdichteten Kohle. Ja. Den Netzschalter, den baue ich erstmal ganz provisorisch oben mit aufs Dach. Das kommt hinterher sowieso noch an. Das ist ja jetzt nur, dass da, wie gesagt, die verdichtete Kohle reingeht, damit sich das weiter entladen kann. So. Strum. Netzschalter, ist das richtig? Ja, genau. Weil den priorisierenden brauchen wir in dem Fall ja nicht. Ja. Das heißt aber, ich muss die... Nee, Moment, die beiden Richtungen habe ich schon miteinander verknüpft. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier Kabel dran anschließen und dann hier unten. Das ist voll. Da kann ich dran gehen. Oha. Okay, nee, das ist nur der Maximalverbrauch, der so Stromnetz A, Stromnetz B. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber es wird schon passen. Ja, der stellt ja nur eine Verbindung zwischen A und B her. Oh, da passen nur 50 rein. Warum passen in die Generatoren denn nur Stacks von 50 rein? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ja. Überall anders passen doch 100 rein. Ich meine, die verbrauchen ja jetzt sowieso noch nichts an Strom, aber jetzt kann ich ja wieder ausmachen. Ja. War ja nur, dass die erstmal befüllt werden. Genau, das hat jetzt dann aber nicht so wahnsinnig viel Unterschied gemacht tatsächlich. Die Lagerkiste unten dürfte immer noch relativ voll sein, aber das ist ja auch gar nicht so wahnsinnig schlimm. Ja. Wie voll ist. So. Hier kann ich schon mal zeigen, was ich für eine Idee hatte. Auch wenn es sich vielleicht teilweise so anfühlt, als hätte man gar nicht so viel geschafft, heute ist doch einiges passiert.
Du hast deinen Zug da und die Alufabrik angefangen. Wir haben die Drohnen. Das ist schon gut. Ja, da magst du recht haben. Aber trotzdem fühlt es sich so an, als ob man überhaupt nichts geschafft hat. Absolut. Weil einfach nicht so viel Neues. Aber ich finde, man hat immer das Gefühl, dass man nicht so viel geschafft hat, bis man ein paar Tage hintereinander gespielt hat und dann erstmal sieht, wie viel man eigentlich geschafft hat. Ja. Beziehungsweise man merkt immer erst, wie viel man geschafft hat, wenn was fertig ist. Oder fertig geworden ist. Jetzt die Treibstofffabrik, da habe ich auch nicht gemerkt, dass wie viel ich geschafft habe, bis es letzten Endes fertig war. Mhm. Okay, ja, das ist dann nochmal was krass anderes. Denn halbe Blöcke? Oh ja. Ja, halbe Fundamente, ne? Ja. Ja. Oh, das sieht gut aus, was du da tust. Ja, ich. Das war gerade ein Test. Ich finde nämlich auch, das sieht ultra geil aus. Weil ich wollte jetzt nicht diese Rampen bis zum geht nicht mehr bauen. Ja, ja, klar. Das sieht richtig gut aus, was du da machst. Gefällt mir gut. Oh. Jetzt ist natürlich die Frage. Ob das am Ende hin auch noch so gut aussieht. So, und eine Idee war jetzt, wow, das funktioniert. Ist das Kacke? Also Fundamente. Oder man macht runde Säulen. Nee, das sieht kacke aus. Jetzt weiß ich nicht, ob die Bodenplatte hier oben einfach zu dünn ist. Dass ich da einfach noch so einen Block dazwischen setzen muss. Es sieht schon sehr dünn aus, ja. Ja, ne? Das sieht ein bisschen, also für das, was da oben drüber fährt, sieht es ein bisschen bröckelig aus, muss ich sagen. Bröckelig, sagt sie. Ja, du weißt, was ich meine. Ein bisschen dünn besetzt halt. Ich erwische hier alles, ey. Nur nicht das, was du willst, ne? Nee, und der schließt den. Ach, weil ich auf Standard bin. Ja. Die Stützen sehen zu massig aus, auch. Sieht die Stütze hier auch zu massig aus?
Oder muss das Loch hier einfach dazwischen größer? Da bin ich mir ja mal voll unsicher. Oder ob man die direkt aneinander setzt. So. So, wenn du mal gucken magst. Also das rechte nicht. Das kleine? Ja. Das mittlere sieht irgendwie zu bulkig aus. Ja, genau. Also ich würde das ganz linke sieht gut aus. Ja, ne? Ja. So, und dann eine Idee war dann noch... Sieht auch kacke aus. Irgendwie nur die kahle Betonwand sieht auch nicht cool aus. Ja, da müsste man vielleicht nochmal gucken, ob man irgendwas an Deko da dran machen kann. Ja, ich bin schon die ganze Zeit am gucken, dass das...
Oh, Trägerstützen. Man könnte natürlich sowas anbringen. Ja. In unterschiedlichen Höhen und dann auch so einen Bogen darüber bauen oder so. Nee, einen Bogen würde ich nicht darüber bauen, aber ich würde bis auf die glatte Kante nach oben, also noch einen weg quasi, überall diese Metallsäulen dazwischen machen und dann kann man gucken, was man noch so hinzufügen kann, oder? Ja. Also das, was ich jetzt hier gemacht habe, sind wir hier bei der glatten Kante. Ja. Oh. Verdammt sein wirst du, stinkender Mutter. Ah. Sein Name. Danke, Sackschweiß 93. Finde ich klasse. Es freut mich sehr, dass du da bist und nie weggehst. Und danke für die Follow. Nabbend. Ah, finde ich klasse. Das war klar. Ey, was soll das denn jetzt heißen? Hm? Oh, braucht nix. Hast du denn Bubaschweiß 73? Was? Bubschweiß 73 oder sowas. Ach so, ja, natürlich habe ich den. Hä, was soll ich denn sonst haben? Sackschweiß kann ich nicht haben. Das kann ich jetzt nicht verneinen oder bejahen. Hier könnte ihre Werbung stehen. Aha. Du Witzbold. Wie ist heute wieder ein ganz lustigen, ne? Stimmt wirklich. So, das ist quasi ein Träumchen. Oh, das könnte hart bescheuert aussehen. Und wenn diese Tunnel auch noch beleuchtet sind. Naja, wir zocken hier gerade Hardcore Sortis Factory. Auch Suchtis Factory genannt. Mit dem, ich würde mal schon fast sagen, mehr als 90% des Chats. Also komm und sei dabei. Oh Mann, ey. Hört sich alles nur so an, als ob wir hier eine Sekte gründen wollen. Was? Niemals. Wir doch nicht. Ich entschuldige mich für das Klickern. Ich spreche jetzt so oft gelaufen, dass ich keine Lust mehr darauf habe. Deswegen werden jetzt überall Katapulte hingestellt. Du faule Sau. Du bist auch ganz froh, dass ich das Katapult rüber zu... Na, auf jeden Fall. Ganz ehrlich, hätte ich das nicht gebaut, wie oft wärst du dann gestern noch rübergelaufen? Also das hättest du doch maximal noch zweimal geschafft oder so. Da, entweder hättest du keine Lust mehr gehabt oder der Stream, beziehungsweise einfach das wäre alles vorbei gewesen. Ja, wahrscheinlich. Also dann irgendwie so 75 Stunden später. Fuck, habe ich jetzt in die falsche Richtung gebaut? Nee, eigentlich nicht, oder? Oh doch. Egal.
Oh mein Gott. Waren das zu wenige? Ja, waren eindeutig zu wenig. Egal. So, herzlich willkommen zu Suchtis Factory. Hier verlieren Sie Ihren Verstand und Zeit und Zeitempfindnis und... Also eigentlich prüfen wir die Theorie von Albert Einstein hier einfach. Ich stelle mir gerade Manni als Sirene auf einem Satisfactory-Felsen vor. Okay. Meinst du das Fabelwesen? Oder die mechanische... den mechanischen Lautsprecher? Das sind immer wichtige Fragen, da gibt es Unterscheidungen. So, wo treibst du dich eigentlich rum? Ah, bei deiner Base. Okay, gut. Ich wollte mal gucken. Wenn du magst, ich wollte gerade sagen, wenn du magst, kannst du mal kommen. Schauen. Ah. Oh mein Gott. Meine Knochen sind eingeschlafen. Ah. So, ja. Das Fabelwesen, das die Seemänner ins Verderben lockte. Aber ein Arbeitskollege, den habe ich auch in die Sucht getrieben. Das war da so, hey, du hattest doch von dem einen Spiel erzählt, ne? Ich so, ja, da ist jetzt die 1.0 rausgekommen und es gibt ein Angebot bei Steam. Ich bin da echt am Überlegen. Ich so, du bist da drinnen und plötzlich so, oh, du kriegst oben links eine Anzeige. Sie spielen bereits 4 Stunden. Und dann denkst du dir nur so, und dann hängst du nochmal 4 Stunden ran. Mhm. Und er so, ist klar. Oh mein Gott, deine komplette Anlage blinkt. Oh. Und dann gestern... Montag hat er mich schon angesprochen und sagt... Was hast du mir nur angetan? Das geht nicht. Der ist nur am Zocken. Seine Frau hat sich schon über ihn aufgeregt. Oh, bin ich froh, dass Jackie sich nicht über mich aufregt, wenn ich so viel zocke. Ja, die hat sich eher drüber aufgeregt, dass er die ganze Zeit am Fluchen war, weil er mit seinen Formeln durcheinander gekommen ist. Und er das wirklich mit einer Excel-Liste und alles ausgerechnet. Oh, wusste er nicht, dass es den Calculator gibt? Nee, den habe ich ihm dann gezeigt. Und dann hat er mich noch mehr verflucht, weil er seit Freitag, ich glaube, 28 Stunden gespielt hat. Nun. Ja, so, was wolltest du mir denn zeigen? Warte. Oh, Peanut hat die für 12 Stunden bekommen. Ja, nice. Also im Prinzip nur die das Storage hier. Ah. Also ganz ehrlich, ne? Hm. Ich hätte die ja einfach offen gelassen. Weil, willst du einen lustigen Funfact wissen? Was denn? Wenn du jetzt hier oben auf eine so eine Einheit noch eine Einheit draufstellst, ne? Ja. Dann wird das eine Einheit. Was? Naja, wenn du das machst... Das steht falsch rum. Ja, das ist egal. Aber du weißt, was ich meine. Das ist jetzt eine Einheit geworden. Also sind zwar 2 Tanks, aber die zählen als eine Einheit. Das heißt, der pumpt dann einfach hier in der Mitte einfach nach oben.
Jo. 19.200. Ich glaube, du hast Wasser im System. Was? Kann nicht sein. Jetzt nicht mehr. Ja, es kann halt sein, dass du einmal dein Netz spülen musst. Das Lager. Also hier hat Optimus Prime einmal seinen Kopf durch die Wand gehauen. Ja, ich weiß. Das ist nur ganz gut, weil dann kann ich von hier außen nämlich darauf zugreifen und gucken, wie voll es ist. Voll? Ja, ich weiß. Ja, 19.200 Kubikmeter an Storage werden, denke ich mal, erstmal reichen. Ja. So, jetzt muss ich hier nochmal 4 Wände höher gehen. Ein Traum. Oh! Das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Schade. Das wäre irgendwie lustig gewesen. Nee, ja, dann hätte man sich einfach Taxen bauen können. Ja. Ich muss ja sagen, ich freue mich ja schon auf Freitag und Samstag, ne? Ich freue mich auf Samstag. Ich glaube, da werde ich nochmal so richtig hart das Suchtpotenzial auspacken. Ja, ich guck mal, dass ich vielleicht nicht zu lange auf der Betriebsfeier bleibe. Hui. Ja. Ah, ich glaube, das war zu viel. Aber man kann alle Sachen begutachten. Also von oben sieht das Schienennetz echt geil aus. Richtig schön clean. Sehr gut. Ups. Wird hier andauernd angehupt. Aber das war eine richtig gute Idee, nochmal ein bisschen zu warten, bis man das spielt. Ja. Weil ich glaube, hätte ich das jetzt immer zwischendurch noch gespielt. Ich weiß nicht, ob das dann dasselbe gewesen wäre wie mit Echo zum Beispiel. Hui. Nee, ich glaube, du kriegst auch. Ich glaube, die haben bis 72 Stunden, weil ich habe mal mein Safe Game laufen lassen und hatte eine 72-Stunden-Meldung.
Nice. So, unsere Reisemöglichkeiten haben sich bedeutend vereinfacht. Nice. Also, meine zum Alu-Ding. Ja, ist doch gut. Ja, also ich kann mich da jetzt nicht beschweren. Es ist einfach ein riesiger, großer Turm geworden. Es ist lustig. Ja. So. Übrigens, sieht dein Kollege noch normal aus oder nähert er sich dem Zombie-Status? Er sah noch normal aus, aber der war heute ein bisschen langsamer unterwegs als sonst. Um es nett auszudrücken. Ich kann die Tafel nicht mittig platzieren, das ist ein bisschen... Bitte was? Ja, das ist voll nervig. Okay. Ja, kann ich nachvollziehen, das würde ich auch nervig finden. Ich mach da einfach eine kleine Werbetafel, die reicht auch vollkommen aus. So, Icon auswählen. Turbo. Wie lange wartest du da schon drauf, Zuschauer, auf das Resin-Rezept? Parts purchase confirmed. Promotion delayed by X times part value plus fixed stock value. Boah. Na, mir fehlen 51 Motoren. Ah.
Okay. Moin, René. Hallo. So. Ich will heute zumindest noch den einen Meilenstein wegschicken und mal gucken, ob wir so einen blöden Schweberucksack nutzen können. Mhm. Ja, soweit ja, nur sehr hart müde, muss ich sagen. Oh Scheiße, wir haben schon wieder 10 Uhr. Ja, ja, deswegen will ich das eben fix fertig kriegen und dann werde ich auch Feierabend machen. Oh shit, ja, ich mache jetzt aus. Ich wollte eigentlich nur bis 8 zocken, auf einmal haben wir 10 Schuhe. Mhm. Oh, ich verabschiede mich auch tatsächlich direkt, weil ich muss noch duschen und alles. Ja, same hier. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und auf jeden Fall bis morgen. Ja, eine ne gute Nacht dir und dann bis morgen. Danke gleichfalls. Und morgen hauen wir dann auch nochmal ein bisschen rein. Oh ja. Milestone. Alles klar, bis dann, bye bye. Bis dann, schönen Abend dir, ciao. Dir auch, It provides an excellent vantage point of your work, which you clearly need. Otherwise, you would have optimized that obvious problem by now. Ha, zwei Stück. Oder braucht man dafür Batterien, dann drehe ich wieder durch. Wie geil ist das denn? Wie kann man wieder runter? Ach, für Crouchen. Okay, danke. Ah, und Doppelklick. Oh, wie geil ist das denn? Das, oh, das hilft einem ja so unglaublich. Das ist ja mal Hammerst. Oh, nee, Hintergrund wollte ich nicht. So.
Ich glaube, das ist sehr offensichtlich. Ja, sauber. Dann können wir damit morgen eigentlich richtig loslegen, die Fabrik zu bauen und dann auch ein bisschen besser zu werden. Schutzanzug? Nee. Okay, ab hier an wird's nervig. So, was brauchen wir denn für den Bau von Aluminiumplan? Okay, 480 Stück. Okidoki. Ja, aber ich würde dann jetzt für heute Feierabend machen, weil das echt spät geworden ist und ich morgen leider wieder arbeiten muss. Und dann fangen wir morgen dann wirklich mit der richtigen Fabrik an. Die da unten ist. Oh, Kacke. Damit wir hier nicht sterben. So. Genau, und hier kommt dann unsere Aluminiumfabrik hin. Dann wird dann hier hoffentlich nach da hinten rausgeliefert oder wir liefern hier raus. Also da will ich mal gucken, wie wir das am besten machen werden. Aber hier soll dann unsere Alufabrik entstehen. Oh. Ups. Genau. Und die Anlieferung soll hier unten erfolgen. Und dann gehen wir noch ungefähr auf diese Höhe hier. Damit wir auf jeden Fall Safety haben für alle Konstruktoren und, die wir bauen wollen. Ja, also, ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Eine gute Nacht. Und dann sehen wir uns morgen wieder, so gegen 18 Uhr wieder. Ich hoffe, morgen bin ich da mal pünktlich und nicht so ein bisschen zu spät dran. Genau, so, und dann danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Gehabt euch wohl und schlaft gut. Und dann leider viel Spaß morgen auf der Arbeit. Und sonst euch einen sehr entspannten Und der Bot möchte auch gute Nacht sagen. Und mit einem Bann schwinge ich den Bannhammer auch für mich selbst. Und hau mich damit ins Bett. Also,
Ich wünsche euch was. Tschüss und auf Wiedersehen. Guten Nächtle und bis morgen. Ciao.